kann er sehr anmachen. So ist es ja nicht. Großen Ausfahrt am Pfingstsonntag. Der erste Fahrer startet. Die Tour ist knapp 120 Kilometer lang. Die Mittagsrast ist diesmal in Schafen am Modehaus Schulzenstadt. Die Fahrer starten im Abstand von 10 Sekunden. Zum Teil ist spannende Anlaufhilfe. Dann ist es immer eine Gleichmäßigkeitsfahrt. Das heißt, die Fahrer haben eine Geschwindigkeitsvorgegeben bekommen, die sie schnell einhalten müssen, um kompliziert zu sein. Der Gewonnener ist nicht der Erste, sondern der Gewonnener, der seine Zielzeit dann genau betrifft. Es gibt noch es gibt verschiedene Klassen, die der wesentliche Unterschied sind. Baujahr der Fahrzeuge. Es gibt auch touristische Klassen, das heißt, das sind Fahrer, die an diesem sportlichen Gleichmäßigkeitswettbewerb nicht teilnehmen, sondern mit wesentlich die schöne Landschaft genießen, das Fahren mit der wunderbaren Maschine. Wenn Sie an einigen Fahrzeugen vielleicht bemerken, dass sie kein reguläres Kennzeichen haben, kann ich dazu noch sagen, dass dazu eine Sondergenehmigung besteht. Die Fahrzeuge sind dann im Rahmen der Veranstaltung für den Betrieb auf öffentlichen Straßen auf unserer Fahrtroute zugelassen und dann mit einem Einfällen versichert, dürfen daran tatsächlich reguliert sein. Gut, ich will die Tonkulisse nicht weiter stören. Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie heute Mittag auch in Schafen begrüßen dürfen. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Dankeschön.
haben irgendwann Motor getroffen. Wir haben irgendwann auch Motor neben einem Kollegen.